Das Ziel war, eine Technologie zu entwickeln, die schneller abschaltet als die Sicherung, die eine geringere Anlagenbelastung hat und die wieder einschaltbar ist. Und das auch aus der Ferne. Und da gibt es nur zwei Sachen. Schnell detektieren und schnell abschalten. Und genau diese beiden Sachen sind die große Herausforderung. Der erste Versuch war elektromechanisch im Rahmen der damaligen Kernkompetenzen von Höhner. Wir haben aber schnell gemerkt, dass die Zeiten und die Kräfte, um eine Trennstrecke zu erzeugen, doch zu groß sind und wir die Zeit nicht erreichen. Der zweite Versuch war dann ein elektronischer Versuch, wo wir im ersten Schritt eine geeignete Schaltung gefunden haben, aber die Schlüsselbauteile noch nicht verfügbar waren. Und als wir das Schlüsselbauteil gefunden hatten, den SiC MOSFET, der auf der einen Seite seit 20 Jahren im Labor existiert, aber in seiner Performance und auch in seinem Preis eigentlich erst im Laufe des Projektes technikfähig geworden ist. Da kam der Durchbruch. Und mit diesem Gerät haben wir dann zuerst 15 kA erreicht und dann Farbewerte von 65 und 100 kA bei weiteren Versuchen. 3, 2, 1. Baubreite ist ein Hauptthema. Das Ziel war, so schmal wie möglich. Wir haben angefangen mit 36 mm Baubreite und haben es dann geschafft, das Gerät einzudampfen auf 22,5 mm. Das andere war, wir haben sehr anspruchsvolle Messtechnik im Gerät. Und die Messtechnik, und das war eines der Ziele, wenn wir Messtechnik im Gerät haben, warum die Messtechnik dem Kunden nicht auch nach außen zur Verfügung stellen? Darüber hinaus haben wir eine, ich möchte sagen, Basistechnologie entwickelt. Die Basistechnologie C14, schneller abschalten als die Sicherung, wieder einschaltbar zu sein, ist in beliebige Devices, Geräte, Funktionalitäten im Schaltschrank eindesignbar. Wir haben das als Elektronikplattform und können diese Plattform leicht anpassen, modifizieren und eindesignen. Dieses Produkt wurde entwickelt, getestet, validiert von Future Systems in-house, von unserem Wöhner-Team. Und wir bei Wöhner, wenn eine Innovation machbar erscheint und sie ist in Schlagdistanz, dann gehen wir eben in die Umsetzung und machen es.